An der Frankfurter Börse hat der DAX am Mittwoch Aufwind bekommen. Der deutsche Leitindex legte am Vormittag um 1,5% auf 5.966 Punkte zu. Der Grund waren nicht nur die guten Vorgaben aus den USA und Asien, sondern insbesondere die Spekulationen auf eine billionenschwere Hebelung des Euro-Rettungsschirms EFSF. Der britische Guardian hatte berichtet, Deutschland und Frankreich hätten sich auf eine Hebelung des Fonds auf 2 Billionen Euro geeinigt. Aus EU-Kreisen hieß es, es sei bisher keine Einigung über den Umfang einer Ausweitung des Fonds erzielt worden. Börsianer Fiedel Helmer, Chefhändler beim Bankhaus Hauck & Aufhäuser, warnt vor Risiken des Hebelmechanismus. Das gilt genauso für diesen Rettungsschirm. Hier sind hunderte Milliarden vom Steuerzahler zur Verfügung gestellt. Und wenn die gehebelt werden und die Sache geht schief, dann ist eben dieses Geld des Steuerzahlers, dieses ursprüngliche Kapital oder Kernkapital, ist dann auf einmal verschwunden. Mit Blick auf das EU-Gipfeltreffen am Wochenende will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Frankreichs Präsidenten Nicolas Sarkozy noch am Mittwoch kurzschließen. In einem Telefonat wollen beide ihre Positionen in der Euro-Schuldenkrise abstimmen. Das bestätigte eine französische Regierungssprecherin in Paris. Die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder wollen bei ihrem Krisengipfel über die Einsatzmöglichkeiten des EFSF und über das gesamte weitere Vorgehen im Kampf gegen die Euro-Krise entscheiden. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte am Mittag in Brüssel, er erwarte eine starke Antwort des EU-Gipfels, um allen Euro-Ländern Kreditgarantien anbieten zu können.